Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Delicious Emilys Traumhochzeit. Ach ja, es geht weiter mit Episode 3, The Hand of Fate. So, Tag 1 natürlich. Episode 3, The Hand of Fate. Was meinst du, Mutti? Gefällt dir irgendwas davon? Also, alles so gewöhnlich, findest du nicht? Vielleicht könnten wir in Irland was Besseres finden. Mutti, Emily und ich lieben uns, das verstehst du doch. Erinnerst du dich noch an Iris? Wieso seid ihr beiden auseinandergegangen? Das habe ich dir alles schon mal erzählt, Mutti, weil wir keine Zukunft zusammen hatten. Wieso kannst du nicht einfach akzeptieren, dass Emily die Richtige für mich ist? Aber natürlich kann ich das, Liebling. Ich hoffe nur, das Schicksal kann das auch. Ach Gott, die Alte, ey. So, der Tag beginnt. Ich habe übrigens wieder auf Profi umgestellt, aber ich denke, spätestens, wenn diese tolle Dings da kommt, muss ich wieder umstellen auf normal, sonst kriege ich wieder die Krise. Aber ich versuche es trotzdem immer erst auf Profi. Also, ich gebe noch nicht auf. Ach ja, und ich freue mich übrigens, dass das Spiel bei euch wieder so super ankommt und dass ihr da immer genauso viel Spaß dran habt wie ich. Das freut mich wirklich sehr. So, der kleine Junge möchte einen Donut und eine schöne Fanta haben. Wer möchte das nicht haben? Ich hoffe bloß nur, es will niemand ein Eis. Ich weiß auch nicht, das mit dem Eis, das ist immer so das größte Problem irgendwie. Wahrscheinlich, weil das halt auch noch immer wieder dauert, also eine Zeit lang dauert, bis das fertig ist und es ist so anstrengend. So, dich lasse ich ein bisschen warten. Die Dame will bestimmt jetzt gleich alles. Moment, 1, 2, 3. So. Okay, ach, verdammt. So, okay, da kann schon mal sauber gemacht werden. Okay, ich muss echt aufpassen, dass ich mich bei den Blumen dann nicht verklicke. Das wäre nicht sehr gut. Ja, setzt euch ruhig alle an den Tisch, ist kein Problem. Die Maus habe ich auch schon gefunden, das ist wunderbar. So, manchmal wünscht sich ja echt bei den Spielen, dass, du solltest das da abgeben, dass das einen eigenen Mauszeiger hätte. Also das fände ich wirklich besser. Ein Mauszeiger, den man halt wirklich ganz schnell sehen könnte. Du schon wieder. Du verfressener Polizist. Weil irgendwie manchmal übersehe ich den Mauspfeil halt einfach. Das ist ein bisschen, naja, schwierig dann. So. Ach ja, eine Fanta. Genau. Okay. Ja, ansonsten ist ja sehr chillig heute, ne? Bis dann die Herausforderung wieder kommt. Dann wird's wieder mega stressig. Aber noch geht's. Wobei ich Emily echt ein bisschen langsam finde in diesem Teil. Aber vielleicht kommt mir das ja auch... Oh nein, sie wollen ein Eis haben. Ein Eis. So. Ja, so funktioniert das gut. So müsste ich das immer machen. Wie gesagt, mit dem Eis muss ich erst noch lernen, umgehen zu können. Da kann auch schon wieder sauber gemacht werden. Und die Herrschaften wollen hier das haben, das ein Donut. Dann kann ich auch ihn direkt schon mal abkassieren und einen Salat. Bis dahin hat sich dann auch die Gute hier entschieden, was sie möchte. Und ich habe sie schon wieder einzeln abkassiert. Ich bin so blöd, wieso tue ich das? 1, 2, 3, bitteschön. Okay. Du wartest. Und mach nicht so ein zerknautschtes Gesicht, Mensch. So. Oh, guck mal, hier können wir eine Dreierkombo machen. Dreierkombo. Oh, yeah. Und trotzdem hat er mir noch Geld abgezogen. So ein... So, dann das. Dann dahin. Dann zweimal das. Ach, das kommt dann dahin. Dann brauche ich ein Eis und eine Fanta. Okay. Und so. Nein! Jetzt hat sie das Eis nicht mitgenommen. Ich habe doch extra auf die doofe Schokolade gedrückt. Oh, Moment. 1, 2, 3. So, bitteschön. Ach, das Kind ist schon wieder sauer.
Na super, das Kind ist sogar noch richtig sauer geworden. Aber egal, wir kriegen das schon noch hin. Oder auch nicht. Doch! Oh, wir haben es noch geschafft. Sehr gut. Also Mutti, Emily und ich haben beschlossen, hier zu feiern. Durch die Änderung des Hochzeitstermins konnten wir nichts anderes mehr buchen. Aber der böse Geist! Es gab nie einen Geist, nur Snuggy, der in die Kanalisation gefallen ist. Naja, also dann... Snuggy, was machst du denn da? Lass den armen Vogel in Ruhe! Krähe! Krähe! Lady Mary, eine Krähe! Oh, das Schlimmste aller bösen Omen! Autsch! Nehmt sie weg! Ich werde nie wieder einen Fuß in diese Stadt setzen! Ach, die Alte. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich bei der nicht total anfange, hier zu lachen, ey. So, ich denke... Nee, wir wollten auf die Blumendings da sparen, ne? Dann machen wir das natürlich auch. Also kommt jetzt Tag 2. Emily, diese Zwischenfälle, das ist alles Zufall. Einer vielleicht. Ein Zufall kann passieren. Ich sag dir, unsere Hochzeit ist verflucht. Du redest doch jetzt nicht von Snuggy, oder? Das macht doch jede Katze mal, einen Vogel mitzubringen. Emily, Liebling, bitte. Wenn es irgendwas gibt, dessen ich mir sicher bin, dann, dass du und ich füreinander bestimmt sind. Wir kriegen das alles hin. Aber nur, wenn wir zusammenhalten. Du hast ja recht, Patrick. Tut mir leid. No. Oh nein, nicht schon wieder diese Tauben. Ich putze lieber mal die Fenster. Zur Hochzeitsfeier soll alles makellos sein. Patrick, könntest du nachher die Fenster oben putzen? Na klar, kein Problem. Yeah, Fenster putzen. Emily, mein Anzug ist heute endlich angekommen. Was meinst du? Hübsch, oder? Was? Hat er sich als Schmetterling verkleidet, oder was? Ich gehe mal eben die Scheiben putzen. Gott, da haben die aber ganz schön rumgeschieden. Geschieden vor allem. So, du möchtest bestimmt wieder 2 Donuts haben. Was will er sonst haben? So, bitteschön. Bitteschön und tschüss. So, du kriegst... 3-mal Blümchen. Ich mache eben das Fenster sauber, okay? Kleinen Moment. So, okay. Ich gehe sie schon mal abkassieren, sonst ist sie knatschig. Ich kenne doch die Jugend von heute hier. In dem Spiel sind sowieso immer alle knatschig. Maus, 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 Maus. Wo ist die Maus? Irgendwie habe ich sie nicht gesehen, aber ich habe sie gehört. Naja, Moment. So, okay, dann brauche ich das und das. Sehr schön, diesmal hat es geklappt. So, dann hier noch sauber machen. Einmal sauber machen. Ah, die Maus kommt nicht wieder. Doch, sie kommt wieder. So, Moment. Okay, 2-mal davon. Dann das, dann das. Dann kommt das dahin, dann werde ich abkassieren. Und dann kommt das zum Tisch und hier kann sauber gemacht werden. Da schon wieder. Da hinten ist sie. Ha, gefunden. So, sehr schön. Es läuft ganz gut gerade, oder? Und gleich kommt wieder die Herausforderung, ey. Und ich werde sowas von leiden. So wie in jedem Part bisher. So, Oma, jetzt komm, entscheid dich mal hier. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für dich. Okay, dann mache ich jetzt erst sie, dann kann ich die beiden abkassieren. Und dann brauchen wir nochmal 2-mal das und 1-mal das und das. Und dann kommt das dahin. Bitteschön. Extra lecker plus 100. So.
Okay, perfekt. Ah, es läuft gerade so gut. Aber irgendwie will keiner mehr Blumen haben, ne? Kann das sein? Egal, Essen ist sowieso immer das Beste. So, zweimal Getränke hier für euch. Bitte schön, ist bestimmt Eistee oder sowas. Boah, ich liebe Eistee. Vor allem im Sommer. So, bitteschön. Komm schon, entscheide dich. Du willst einen Donut. Oh Mann, sie will wirklich einen Donut. verdammt! Ich habe daneben geklickt. Oh, das passiert mir immer wieder, immer wieder, immer wieder. Moment. So. Du kannst noch ein bisschen warten. Du Mädel mit zwei Zöpfen da. Sehr schön, sie möchte auch einen Donut haben. Jetzt aber wirklich klicken hier. Sehr gut. Das läuft doch echt ganz gut. Wir haben noch so mega viel Zeit. Da hat der Entwickler wahrscheinlich gedacht, ich würde länger brauchen für die Fensterscheiben. Da hätte ich mir sogar noch Zeit lassen können, Mensch. Naja, ist ja nicht so schlimm. Das Expertensternchen müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin, aber ich denke mal schon. Obwohl, wenn keine Kunden mehr kommen, dürfte das schwierig werden. So, sie möchte nur Blumen haben. Das ist gut. Was willst du denn für Blumen haben? Ah, Gänseblümchen. Bitteschön. Da. Na, na, genau. Ich wollte schon sagen, stell dich bitte richtig an. So, 1, 2, 3 davon und dann das da mit, ich weiß nicht, Schinken oder Lachs. Ich glaube, es ist eher Schinken. Hier wahrscheinlich so Parma-Schinken oder sowas. So, das und das und das. Und da muss ich hier schon mal kassieren. Die wird nämlich nicht so lange warten, bis Opi sich entschieden hat, was er denn endlich zwischen die Kiemen kriegen will. Von daher müssen wir das sofort abkassieren, ne? So, 1, 2, 3. Bitte schön, rote Rosen für die Dame. Na, 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 na. So, und weg mit euch. Yeah, da haben wir auch schon das Expertenziel erreicht. Und die Tische werden natürlich auch noch sauber gemacht. Hier wird schon mal abkassiert. Dann brauchen die nicht so lange warten und sind glücklich. Und du bekommst deine zwei Eistee mit Schirmchen. Na, ohne Schirmchen. Okay, tschüss. Ach, wie schön. So, jetzt bin ich gespannt, wie das mit dem Expertendings wird. Also nicht mit dem Expertendienst, Dings, mit der Herausforderung. So. Frühjahrsputz? Hallo Mutti, nein, ich will nur alles sauber haben für unsere Feier. Pah! Sieht aus, als hättest du da einen Fleck übersehen. Emily, pass auf! Lady Mary, noch ein böses Omen. Also, wo ist das Kleid, das du mir unbedingt zeigen wolltest? Ich weiß nicht, ich dachte, es wäre hier irgendwo. Hallo Emily, na, willst du noch ein paar neue Kleider anprobieren? Ich suche eher nach dem Kleid, das ich mir letztes Mal ausgesucht hatte. Och, das tut mir schrecklich leid, aber das hat gestern jemand anderes gekauft. Oh nein. Bridget hat recht. Unsere Hochzeit ist verflucht. Och Mensch. Och Mensch, Emily. Sei nicht traurig. Einladungsaufgaben. Überrasche Emily und lade Philipp ein. Zur Hochzeit. Genau, Philipp war der aus Frankreich. Beziehungsweise den wir unterwegs getroffen haben. So, ja, ich würde sagen, wir machen hier die Blumen jetzt fertig. Dann haben wir noch 150, da können wir weiter sparen. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Emily traf Philipp auf einer Zugfahrt von Madrid nach Paris. Sie waren gezwungen, sich ein Schlafwagenabteil zu teilen. Sie haben sich etwas gestritten, etwas versöhnt und fast eine Romanze angefangen. Jetzt sind sie sehr gute Freunde mit gleichen Interessen. Emily hat in letzter Zeit viel schleppen müssen und kann heute immer nur ein Teil auf einmal tragen. Kannst du an so einem Tag trotzdem dein Ziel erreichen? Okay, ich kann immer nur ein Teil gleichzeitig tragen. Oh Gott. Oh Gott. Na, das wird anstrengend. Okay, also dann fange ich mal damit an. So. Und so, dann das.
derzeit mache ich das. Und dann das. Dann das. Dahin. Dann brauche ich noch das. Das kommt auch noch dahin. Das dauert natürlich jetzt alles ein bisschen länger. Er möchte zum Glück nur ein Eis haben. So. Okay, wir müssen ja am besten auch immer alle einzeln dann 1, 2, 3. So, okay. Einmal das und das. Okay, weg mit ihr. Dann das und das und das. So, dann brauche ich noch den Donut. Dann brauche ich das Eis. Komm, ich mache die Dreier-Kombo noch fertig. So, dann dreimal gelb. Sehr gut. Einmal den Donut. Und das. Und dann brauche ich das. Das kommt dahin. Dann brauche ich das nochmal. Das kommt nochmal dahin. Und dann muss ich sie sofort abkassieren. Dann brauche ich das. Ja, das geht natürlich nicht, ich weiß. So, auch direkt abkassieren. Okay, dann eben das Eis. So, abkassieren, Tisch sauber machen. 1, 2, 3, sonst wird das Mädel gleich böse. So, okay, dann das. Da auch noch sauber machen. Okay, eben das Eis dazwischen schieben. Achso, hier, du kannst ja auch noch... Ha, mach die Gäste glücklich. So, okay. Jetzt kriegen die da mal alles. Okay, ihr werdet glücklich gemacht. Dann das. Dann brauche ich das. Das kommt dahin. Und dann das nochmal dahin. Dann 1, 2 und, oh Gott, 3 für die Dame. Dann hier einmal abkassieren. Okay, Stress. Stress. Wir schaffen das. Wenn wir das schaffen. Wenn wir das schaffen. So. Oh Gott. So, nochmal abkassieren zwischendurch. Okay, okay, okay. Oh, der kleine Junge, der kleine Junge. Ja, 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 ja. Hier. Shit. Shit, wir schaffen das nicht mehr. Ich bin noch zu weit weg vom Ziel. Verdammt. Mist. Mist. Aber ich hätte es fast geschafft. Aber jetzt irgendwie auf den letzten Metern trödeln wir hier anscheinend rum. So, okay. Jetzt du noch. Da hat das geleckt einmal. So, schnell ihn hier mal fertig machen. Nee, wir schaffen es nicht. Oh Gott! Wie soll man das schaffen? Okay, wir müssen das nochmal machen. Das war irgendwie klar, ne? Ach Gott, jedes Mal dasselbe hier mit diesen Aufgaben. Es kommen aber auch gleich 2 Leute auf einmal rein, ja? Ach, ist doch fies. Fies und unfair, so. Okay, das schnell dahin bringen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich heute nur so ein kleines Tablett habe. Eigentlich müsste ich ein viel größeres Tablett haben. Aber nö, das ist mir anscheinend abhanden gekommen. Ich weiß auch nicht, es ist anscheinend weggelaufen. Das größere Tablett. 1, 2, 3. So, okay, dich auch schon mal abkassieren. Oh Gott, jetzt sind es direkt hier wieder so viele. So. Wasser, Tisch, Kasse. Salat, Mann, Sandwich, Mann, Kasse, Eis und Eis, Kasse, 3-mal Blumen, Blumen, Donut, Junge, hier, Schinken, Kasse, Salat, dahin, das, dahin, Tisch, abräumen, Kasse, Glas, dahin, Salat, dahin. Oh Gott, ich komme mir vor wie am Fließband, ey. Aber ich schaffe das noch.
Eis. Eis. Okay, das Eis ist schon mal weg. Nein, das war falsch, das war falsch. So. Okay. Kasse. Toast mit Ei. Dann nochmal Toast mit Ei dahin. Dann eine Limo dahin. Ein Dings dahin. Und noch zwischendurch die Kasse machen. So, Moment, Moment, Moment. Halte durch, Mann. Halte durch. So, Eis. Kasse, Limo. Kasse, jetzt erstmal hier die drei Rosen dazwischen schieben. Bitteschön. So. Er kriegt noch einen Salat. Dann brauchen wir das. Das kommt dahin, das kommt dahin. Dann muss ich die Tische mal endlich aufräumen. So, du möchtest das haben und ein Eis. Okay, das Eis kommt dahin. Das kommt dahin und die Limo kommt dahin. Dreimal Blumen dahin für den Kleinen. Einmal das da. Und so, so, jetzt musst du da einmal für gute Laune sorgen. So, hier nochmal. Sehr gut. So, die da oben brauchen das. So, da wird auch einmal für gute Laune gesorgt. So. Okay. Da auch einmal gute Laune. So, die können alle abkassiert werden. So, die da haben jetzt gute Laune. Das ist gut. Und dann noch den Salat. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, Stress pur, ey. Das war so stressig. Und ich habe sogar das Expertenziel diesmal geschafft. Und das auf Profi, Mann. Oh mein Gott. Sah wahrscheinlich leichter aus, als es wirklich war. Philipp hat deine Einladung erhalten und kommt gerne zu Emilys Hochzeit. Juhu! So, meine Lieben, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit Episode 4. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!